Es ist frustrierend und verwirrend, wenn toxische Menschen versuchen, unsere Aussagen gegen uns zu verwenden. So etwas soll dafür sorgen, dass wir uns unsicher werden und an uns zweifeln. Es führt zu Stress und Angst. Dass wir manipuliert werden, soll uns nicht bewusst werden. Wie fies. Eine wesentliche Voraussetzung, um sich vor einer Manipulation zu schützen, ist, Manipulationsversuche als solche zu erkennen. Deswegen stelle ich einige Manipulationstechniken vor, denn Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. In diesem Beitrag geht es um das angeblich Gedankenlesen, um das Umdrehen von Äußerungen, von Worten im Mund. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Zu den besonders fiesen Manipulationstechniken gehört das bewusste Verdrehen der Gedanken und Gefühle anderer Menschen bis hin zur Absurdität. Wenn wir uns offen zeigen und uns frei äußern, dann nutzen das einige fiese Zeitgenossen aus. In den Händen bösartiger Menschen, insbesondere von Narzissten oder Soziopathen, werden unsere Meinungen, legitime Emotionen und gelebten Erfahrungen hemmungslos verbogen und zu Beweisen dafür, dass mit uns etwas angeblich nicht stimmt. Schluss damit! Ohne Rücksicht auf Verluste. Narzissten und andere Fieslinge spinnen Lügengeschichten, um das, was wir tatsächlich sagen, so umzuformulieren, dass unsere Meinung absurd, gar abscheulich klingt. Selbst wenn wir nichts anderes getan haben, als unsere Gefühle auszudrücken, wird das gegen uns verwendet. Aus unseren Äußerungen wird eine unhaltbare Botschaft abgeleitet, wir und unser Standpunkt ins Unrecht gesetzt. Das ermöglicht es Fieslingen, unsere Interessen und selbst unser Recht, Gedanken und Gefühle über deren unangemessenes Verhalten zu haben, zu entkräften. Es flößt uns ein Gefühl der Schuld ein, wenn wir daran gehen, Grenzen zu setzen. Gedanken lesen. Es handelt sich um eine bei rücksichtslosen Menschen beliebte Form der Ablenkung und kognitiven Verzerrung, die auch als Gedankenlesen bezeichnet wird. Toxische Menschen behaupten einfach, sie wüssten, was wir denken und fühlen. Dann ziehen sie voreilige Schlüsse, die auf ihren eigenen Auslösern und Absichten beruhen, anstatt überlegt und fair ans Werk zu gehen. Solche Menschen handeln entsprechend ihrer eigenen Wahnvorstellungen und Trugschlüsse. Sich für den Schaden, den sie dadurch verursachen, zu entschuldigen, liegt ihnen fern. Der Zweck heiligt die Mittel, nur die eigene Position zählt. Sie werden uns Worte in den Mund legen und so darstellen, als hätten wir eine unangemessene Absicht, eine abwegige Sichtweise, etwas, das abzulehnen ist. Es soll unser Scham- und Schuldgefühl geweckt werden und wir werden in eine defensive Position geschoben. So wird die Manipulation erlebt. Wenn toxische Personen wie Narzissten versuchen, Zielpersonen die Worte im Mund umzudrehen, kann dies eine sehr frustrierende und manipulative Taktik sein. Dieses Verhalten wird auch als Gaslighting bezeichnet. Hier sind einige Folgen und Empfindungen, von denen Betroffene regelmäßiger berichten. Erstens, Verwirrung. Toxische Personen geben absichtlich falsche Informationen oder leugnen die eigenen Worte und Handlungen, um Verwirrung zu stiften. Dadurch könnten wir an unserem eigenen Gedächtnis und unserer Wahrnehmung zweifeln. Zweitens, Ohnmacht. Wenn jemand uns die Worte umdreht, können wir uns machtlos fühlen, weil die toxische Person versucht, die Kontrolle über die Kommunikation und die Interpretation von Ereignissen zu übernehmen. Drittens, Zweifel an uns selbst wecken. Gaslighting kann dazu führen, dass wir an unserem eigenen Urteilsvermögen zweifeln und anfangen, uns selbst die Schuld für Dinge zu geben, die nicht in unserer Verantwortung liegen. Viertens, Isolation. Toxische Personen versuchen, uns von anderen sozialen Unterstützungssystemen zu isolieren, um ihre Manipulation effektiver durchzusetzen.
Abgeschnitten von Menschen, denen wir am Herzen liegen, sind wir schutzloser. Fünftens, Stress und Angst. Gaslighting kann zu Stress und Angst führen, weil wir bestrebt sind, die Realität und die Wahrheit zu verteidigen. Sechstens, schwierige Kommunikation. Die Kommunikation mit toxischen Personen, die einem die Worte im Mund umdrehen, kann äußerst schwierig sein, weil sie dabei oft auf Ausreden und Täuschung setzen. Gespräche auf Augenhöhe sind jeweils nicht vorgesehen. Was tun? Es ist wichtig, Manipulationstechniken möglichst frühzeitig zu erkennen und sich davor zu schützen. Das Gespräch mit Personen des Vertrauens, mit Experten, all das kann helfen, Strategien zur Bewältigung von Gaslighting und ähnlichen Taktiken zu entwickeln. Insbesondere Narzissten sind oft geübt im perfiden Gaslighting und sie werden alles daran setzen, uns dazu zu bringen, in unserer Wahrnehmung der Realität zu zweifeln. Wer da nicht gut auf sich Acht gibt, bekommt blaue Flecken. Machen wir unsere Position deutlich, speziell vor Zeugen. Setzen wir souverän Grenzen, auch indem wir auf unseren guten Zustand achten. Aus gutem Grund wird bei Menschen mit solch miesem Verhalten von toxischen Personen gesprochen. Das hat Folgen. Wer dem in wichtigen Fällen oder gar länger ausgesetzt wird, entwickelt leicht ungesunde Zweifel und Unsicherheit. Deswegen ist es so wichtig, Manipulationsversuche schon im Ansatz zu erkennen und ihnen zu begegnen. Wie hilft dieses Wissen? Mögen diese Hinweise dazu beitragen, dieses toxische Verhalten möglichst frühzeitig zu erkennen und so bessere Entscheidungen zu treffen. Vielleicht gibt es ja Erfahrungen mit Narzissten, Tipps und andere respektvolle Kommentare. Was funktioniert? Was funktioniert bisher nicht? Tauschen wir uns aus, unterstützen wir uns und vor allem machen wir uns Mut. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.